Kohleverladung. Uiuiui. Geht direkt weiter. Das Verladen von Kohle kommt auf der Sandpatch Grade häufig vor. Okay. Also schauen wir uns einmal an, wie es geht. Das kann dauern. Okay, hallo? Um den Verladevorgang in Gang zu setzen, muss sich der Zug mit einer konstanten Geschwindigkeit, die unterhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit liegt, bewegen. Auch noch konstant, das ist aber schön. Um den Zug sehr langsam bewegen zu können, ist diese Lokomotive mit einer Geschwindigkeitskontrolle ausgestattet. Diese finden Sie in der integrierten Funktionsanzeige. Auf zwei Meilen, alles klar. Und jetzt, also da stellt man dann offenbar mit 5 und mit 6 wahrscheinlich, stellt man ein, wie die Geschwindigkeit sein soll. Und dann mit F1 aktiviert man das dann wahrscheinlich. Den langsamen Speed. Und dann? Wir sind nun bereit, um unter die Kohleverladestelle zu fahren. Also setzen Sie den Zug jetzt in Bewegung. Da wir die Geschwindigkeitskontrolle für das langsame Fahren eingestellt haben, spielt es keine Rolle, in welcher Position der Leistungsregler steht. Die Lokomotive wird von alleine die angezeigte Geschwindigkeit halten. Alles klar, das war meine Frage, hat sich also beantwortet. Was drücken Sie in der was? Cool. Oh, das ist cool. Das ist sehr, sehr schön. Gut zu wissen für später. So, dann wollen wir mal auf neutral, auf vorwärts stellen. Der Leistungsregler ist im Leerlauf. Die ist auch, glaube ich, aus. Das heißt, wir können... Nee. Ist das das etwa? Okay. Das war P1. Beigebracht. Minimale Reduktion lösen die Bremse. Die unbekannte Bremse sieht man ja nicht mehr schön. Befindet sich der Zug in Reichweite, so schaltet sich die Verladestelle ein und es erscheint ein Hinweis. Also mit dem Slow Speed, das geht dann wohl nur auf 2,3. Okay, okay, er geht wieder runter, alles klar. Alles klar, ich war schon ein bisschen verwundert, dass wir mit 2,5 Meilen fahren dürfen. Kruste NKEse sagte, Rio Wateki war Korau. Schön, dass es auch gemacht werden kann, wenn man nicht im Channel ist. Ich muss selber schauen, was er gesagt hat. Na, 10 Minuten später. Ich dachte, ich bin mal ein bisschen so ungeduldig. Ein bisschen. Der Verladevorgang der Wagen ist vollkommen automatisiert. Beim Fahren eines Wagens unter die Kohlerutsche wird dieser mit Kohle befüllt, bis er voll ist. Dies wird so lange fortgeführt, bis alle Wagen beladen sind. Da der Zug nun halbautomatisch fährt, können Sie sich den Verladevorgang mit einer der Außenkameras ansehen. Sehr schön. Das heißt, man kann jetzt sehen, wie der Prozentstand so weiter passiert, wie sich also fühlt, okay. Uah.
alles klar. Wenn wir langsam genug fahren, 40 auf 100%. Finde ich schön. Oder. Nicht ganz. Eine Unverschämtheit. Wir wollen 100% Kohle haben. Faszinierend. Zumindest im grünen Bereich. Da haben wir 100%. Glaube ich. Sehr schön. Um den Zug anzuhalten, stellen Sie den Leistungshebel auf Leerlauf und drücken Sie den Schalter Geschwindigkeitskontrolle für das langsame Fahren abschalten auf der Funktionsanzeige. Bringen Sie den Zug nun zum Halten. So. Leerlauf. Aus. Minimale Reduktion. Und Sie sind nun im Beladen mit Kohle geübt. Yay. Auf der Sandpatch Grade gibt es zwei Anlagen für Kohleverladungen. Offenbar einmal Rockwood Mine und dann offenbar noch irgendeine andere, die wir später nochmal kennenlernen werden, weil man konnte es nicht lesen und man durfte es nicht hören. Ne? Soll ein Geheimnis sein. Nächstes Szenario. Das ist aber kein Tutorial. Das heißt, für den Tutorial sind wir schon mal durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt und bleibt dran.